Was geht, Leute? Willkommen zurück bei Road to Commander hier in Black Ops 1. Vielen Dank fürs erneute Einschalten. Hier, wie sieht's. Oh, erstmal Perks. Erstmal. Wie viel Geld haben wir? Ich weiß gar nicht, wie viel Geld. Oh, Klassen. Oh Gott, ich komme hier. Na, sammeln. So. Wo ist denn das? Wo ist denn das mit dem kugelsichere Weste? Weniger Explosionsschaden, das ist hier eine Pflicht. 2000 brauchen wir dafür leider. Wie sieht es mit unseren Aufträgen aus? Wir haben noch 29 Minuten Zeit und schon die Hälfte, fast die Hälfte geschafft. Beendet? Haben wir beendet. Was ist das? Beenden Sie Hardcore frei für alle? Nicht, was? Nicht mit mehr Abschüssen als Toten. Okay, Hardcore frei für alle. Machen wir mal in diesem Spiel einfach mal. Gleich nach Summit machen wir das mal. Bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe. Müsste eigentlich. So. Ach ja. Ja, wir spielen im Moment Black Ops 1. Ist eine coole Abwechslung, macht auch relativ viel Spaß. Nicht so viel Spaß wie Black Ops 2, kann ich, will ja auch nicht lügen oder sowas. Es macht einfach nur normal Spaß. Es ist eine gute Abwechslung, es ist ein guter Zeitvertreib, sage ich mal so. Ich meine, Zeitvertreib ist in dem Moment, in der wir leben, in der Zeit, sehr wichtig, weil, ne, Call of Duty Advanced Warfare, es ist ein Zeitvertreib bis dahin, muss man ja wirklich so sagen. Für viele zumindest, die Call of Duty Fans sind. So. Ich freue mich sehr auf das Spiel, ich hoffe ihr auch. Da ist, kommt einer. Was hat der für eine Waffe? Ah, die M16. Nein, will ich nicht nehmen. Nehmen wir eine andere Waffe, Mann. Die M16 brauche ich nicht zu nehmen. Ach du, ja, das war dumm. Das war sehr naiv. Das war sehr naiv. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Feindliches Spionageflugzeug am Himmel. Feindliches Spionage, ja, das ist sehr logisch, yes. Wo ist der Typ? Hallo? Wo ist der Typ? Ah, Akasi. Oh, das ist geil. Ich liebe die Waffe. Mach. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Wieso wechsle ich immer so ungünstig, Mann? Ach, du Scheiße. So. Der hat auch die Farmers. Das hört man sofort. Ich mag die Sounds in dem Game. Da hört man sofort, welche Waffe der Gegner hat. Das ist unglaublich. Die Farmers hat so einen geilen Sound. Ich liebe den Sound der Farmers. Also, jetzt habe ich wieder eine andere Waffe aufgehoben. Ich sterbe jetzt gleich, wahrscheinlich. Ich bin tot. Oh, diese... Ach, komm schon, Mann. Oh, diese ganzen Blendgranaten und sowas, Alter. Sag mal... Wisst ihr, wieso ich gerade so durcheinander war? Ich dachte, ich bin runtergesprungen und wollte mir gerade schon selber eine klatschen. Der kommt raus, weil er dumm ist. Oder ich werfe einfach mal eine Semtex drüber. Was? Oh, meine Güte. Was haben wir Score? Habe ich 5 zu 5. Ja, meine Teammates, die beginnen schon wieder so richtig abzukacken. Wow, scheint nach einem knappen Spiel zu sein. Nein, meine Nase juckt. Ich glaube, ich werde mir Mühe geben müssen, Leute. Heilige Scheiße, kannst du nicht... Die Galil, bitte gib mir die Galil, ich will mit dir spielen. Bitte gib mir die Galil, gib mir die Galil, Mann. Geh doch. Ich liebe die Waffe, Alter. Das ist einer meiner Lieblingswaffen hier im Game. Wenn nicht meine Lieblingswaffe. Oh. Na! Was? Die Connection! Heilige Banane! Oh, Explosion hier, Explosion da, Explosion everywhere. Everywhere. Everywhere, ja, genau. Bestes Englisch ever. Gib mir die Kommando. Ich will immer Waffen wechseln. Ich weiß nicht, ich liebe das. Egal welche Waffe ich habe, das mache ich immer. Ist für mich so eine Art. An. Ich hab mir angewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich super. Ich würde auch sagen, MW2 ist definitiv das COD, wo ich. Was? Ach, der hat auf mich gewartet, ja. Wenn man keine Hobbys hat, gerne. Noch mehr Blendgranaten, bitte, bitte, ja. Hier kann man ein bisschen rumcampen. Oder ein bisschen da durchschießen. Der kommt rein. Ach, der Typ ist doch lebensmüde, Alter. Oh, was ist das für eine Waffe? Okay. Verbündete Fernlenkladung unterwegs. Ich glaube, die ist relativ gut, aber die habe ich selber nicht so oft verwendet. Ist die gut? Ja, ist ganz okay, würde ich sagen. Hallo, das bin ich. Bist du dumm, oder was?
bin tot. Ja, ich bin tot, ich wusste es. Ich konnte nicht nachladen, weil er vor mir war. Ich hatte nur noch 2 Schüsse. Ich wusste nicht, dass ich sterben werde. Ich wusste es einfach. So, gehen wir einfach nochmal an denselben Ort zurück. Ist ja relativ cool, Mann. Hier zu campen, macht Spaß, Mann. Ach, der Typ läuft. Ob es sich lohnt, für einen Typ hier reinzugehen, ich weiß ja nicht, aber... Wo ist er? Ach, der ist da. Ja, es hat sich ja super gelohnt. Lohnt sich nie, Leute. Macht sowas nicht. Nur für eine Person diesen weiten Weg zu machen. Was? Ich finde keine Gegner mehr. Wo sind die denn alle? Ja, wow, einer. Herzlichen Glückwunsch, Danny. Du hast einen Kill bekommen. Wir sind alle stolz auf dich. Ach, scheiße. Ja, der Typ weiß jetzt, dass ich hier... Vor allem, der hat Geist dabei. Nee, der weiß gar nicht. Das ist totaler Spaß. Nicht sorry, aber ist so. Kommando, nice. Macht Spaß, Mann. Oh, komm schon, die scheiß Explosion, Mann. Beruhigt euch mal, okay? Beruhigt dich mal, hab ich... Komm schon, er hat Geist dabei. Die Geistleute übrigens, die zählten hier damals extrem als Noobs. Also das waren die übelsten Noobs, so die Geistleute. Oder auch genannt die Geist-Motherfucker. Auch ein guter Name. Feindliches Spionageflugzeug. Wir haben ja keinen Geist, also. Was? 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 Ich find's ein bisschen merkwürdig. Ich schieße ihn die ganze Zeit an, aber... Ich glaube, die juckt das nicht, glaube ich, oder so. Die Connection ist hier wirklich schrecklich. Grausam. Grausam. Ich frage mich, wie viele Deutsche das eigentlich noch spielen. Ich denke, die meisten zocken Black Ops 2. So, jetzt müssen wir ein Hardcore-Fly für alle spielen. Weil wir wollen ja diese Challenge absolvieren dann, ne, genau. Und, ja. Das machen wir natürlich. Ist natürlich eine coole Sache. Ich meine, es gibt viel Abwechslung. Wir sind gezwungen, auch mal andere Sachen zu spielen und nicht nur Team Deathmatch. Team Deathmatch finde ich irgendwie am besten, vor allem bei solchen Spielen. Und Road to Commander finde ich es am gemütlichsten. Mit Absus bestätigt finde ich auch richtig geil. Da ist man wenigstens gezwungen aufzustehen und da die meisten sowieso campen, gewinnen wir die meisten Spiele, was ziemlich cool ist. Na gut, gut, gehen wir erstmal raus. Schauen erstmal in unseren... manchmal muss ich mein Gesicht sehen, kennt ihr das? Boah, 4100. Ich weiß gar nicht, wie wir das bekommen haben. Vielleicht, weil ich aufgestiegen bin oder sowas. Weiß nicht. Gut, Step 1. Hol dir coole, sichere Weste. So, endlich. Dann Ninja. Ninja nehmen wir auch sofort, wegen, ne, frei für alle, etc., etc., etc. In einem Level haben wir dann auch die AKU. Da würde ich sagen, wir gehen in ein... Wo ist es denn? Hardcore, frei für alle. Die Frage ist allerdings, gibt es diese Challenge hier eigentlich noch? Ja, hier. Eine Stunde, nee, hier, nein, hier, 40 Minuten haben wir Zeit, hier fehlt uns, gut, das können wir dann gleichzeitig machen, noch nicht abgeschlossen, wenn Sie ein Hardcore-Free-for-Alle-Spiel mit mehr Abschüssen als Toten, schalten Sie einen Gegner aus großer Distanz aus, ich weiß zwar nicht, wie ich das noch nicht bekommen habe, aber okay, gut, dann wollen wir mal, Hardcore-Free-for-Alle, mal sehen, ich bin sehr gespannt, ich habe Hardcore noch nie gespielt, hier vor allem nicht, ich mach mal den Sound ein bisschen lauter wegen Schritte, obwohl... Viel Sinn hat das nicht, denn man kann die Schritte hier nicht gut hören. Das ist einfach so. In Black Ops allgemein, in der Black Ops Reihe kann man die Schritte sehr schlecht hören, nur. Und in Advanced Warfare hat das sowieso keinen Sinn, weil... Ja. Schaltet alle Feinde aus. Gut, ich bin super leise. Bestes war ein grandioser Spawn. Das ist ziemlich schwer, kann ich mir vor... Wow. Ist ja mal super. Okay. Achtung, ach, warte auf Wiedereinstieg, was? Feindlicher S-71. Ach du Scheiße. Ach, der Typ, okay. Scheiße. Ja. Ach du Scheiße. Oh nein, jetzt müssen wir warten, oder was? Müssen wir... Ach du Scheiße. Warten auf Wiedereinstieg. Haben da Semtex von irgendwo gehört? Heilige Scheiße, fühlt man sich hier unsicher. Viele sagen ja auch, das ist für Pros und so. Was ist hier für Hardcore? Weil man schneller stirbt, das ist ihr Argument. Ja, Hardcore ist für Pros, weil man schneller stirbt. Wo ist das bitte schon für Pros? Ihr könnt campen und einfach jeden sofort wegholen. Ein Pro kann sich hat wenigstens noch die Chance, sich umzudrehen, um den zu töten. Wie viel Tod? Der Typ ist hier, den habe ich gehört. Hallo, wo bist du denn?
Ach du Scheiße. Na, wenn das mal... Wie soll das bitte schon gut enden? Hallo? Na, super Scheiße. Komm schon. Mann, ich finde keine Gegner. Oh Mann, ich muss wenigstens positiv gehen. Wenigstens positiv. Ich darf nicht sterben. Nein! Auf 4 zu 4. Ich muss... Oh Mann. Oh, wieder ein Sieg. Ach du Scheiße. Nicht sterben. Nicht sterben. Wir haben es geschafft. Ich habe die Challenge geschafft. Die Challenge habe ich geschafft. Ach du Scheiße. Übrigens, ich setze mal mein Headset aus. Nicht, also runter, weil ich sonst gar nichts höre, weil das so richtig... Das Headset ist gut. Es ist sehr, sehr laut und sehr, sehr schalllastig. Also Schall, nicht basslastig, würde ich eher sagen. So. Es klingt eigentlich ganz gut, ja. Es ist nicht das beste Headset, aber es ist ganz in Ordnung. Es ist gut. So, wir haben die Challenge wenigstens geschafft, glaube ich. Und müssen das nie wieder spielen, Alter, weil das war ja wirklich eine kleine Zeitverschwendung, meiner Meinung nach. So, wir gehen jetzt mal los, mal sehen, Aufträge. Beendet. Geil. So, was haben wir hier? Gewinne 3 Sprengkommandospiele. Kaufen. Wie viel Zeit haben wir dazu? Okay. Haben wir das schon beendet? Noch nicht abgeschlossen, heilige Scheiße. Gut. Gut, das machen wir im nächsten Part lieber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Bewerten nicht vergessen. Tschüss.